Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Entschuldigung, bin ich hier richtig? Das kommt darauf an. Ich weiß ja nicht, wo Sie hinwollen. Wohin wollen Sie denn? Agentur für Arbeit. Ach, zum Arbeitsamt wollen Sie. Ja, da sind Sie ja schon richtig. Ah, da kommt er. Ist das mein Bus? Ja, ja. Ich möchte zur Agentur für Arbeit. Haben Sie eine Fahrkarte? Nein. Noch nicht. Das Ticket müssen Sie am Automaten kaufen. Drücken. Nummer 1. Er meint die 1 beim Automaten. Danke. Warten Sie, Sie brauchen Kleingeld. Vielen Dank. Gerne. Setzen. Schauen Sie, der Platz ist für Alte und Kranke. Thank you.
Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Agentur für Arbeit. Danke. Bitte. Tschüss. Ciao. Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Entschuldigung, ich suche Arbeit. Wohin muss ich gehen? Wo wohnen Sie denn? Sie müssen die Treppe hoch, zweiter Stock, der rechte Gang und dann ganz hinten links. Entschuldigung, Sie müssen sich erst anstellen. Ah, danke. Bitte. Thank you.
hast gerade ein Foto gemacht, oder? Ja. Für meine Freunde. In der Türkei. Aber von der Schlange? Du bist neu hier, oder? Schlange? Ja, Schlange. Weißt du, so nennt man Menschen, die in einer Reihe stehen. Wie das Tier. Wie das Tier. Ah, Schlange. Ja. Schlange. Ich bin übrigens okay. Juna. Ich heiße Nevin. Und du bist also aus der Türkei. Und wie lange bist du schon hier? Seit 2 Wochen. Mein Mann ist Deutscher. Dann bist du ja wirklich ganz neu. Ich bin schon seit einem Jahr hier. Und du hast keine Arbeit gefunden? Doch, doch, ich hatte Arbeit. Aber weißt du... Der Nächste, bitte. Ah, du bist jetzt an der Reihe. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Mich auch, Juna. Viel Erfolg. Guten Tag. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche Arbeit. Darf ich in Ihrem Ausweis sehen? Vielen Dank. Ah, da sind Sie aber falsch hier. Sie müssen in einen anderen Eingangsbereich, gleich um die Ecke. Tut mir leid. Tschüss, Juna. Tschüss. Füllen Sie bitte diese Unterlagen so gut es geht aus. Das können Sie hier im Wartebereich machen. Ein Kollege wird Sie dann aufrufen. Danke. Bitte schön. Frau Nevin Kostun, bitte. Frau Kostun? Josh-kun. Oh, Josh-kun. Kommen Sie bitte mit. So, bitte sehr. Es tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten, aber am Anfang des Monats dauert es immer etwas länger. Darf ich bitte Ihre Unterlagen sehen? Danke. Nevin Josh-kun, CSKUN. Ich sehe, Sie haben in Izmir als Verkäuferin gearbeitet. Ja, für Kleidung. Sie haben Mode verkauft? Ja, Mode, genau. Vielleicht habe ich da etwas für Sie. Kennen Sie sich mit Gemüse aus? Wie bitte? Können Sie Gemüse verkaufen? Ja. Vielleicht können Sie da nächste Woche bereits anfangen. Hier oben ist der Name des Arbeitgebers. Hier ist eine Stellenbeschreibung und hier sehen Sie die Adresse, wo Sie sich bewerben können.
Ich heiße Nevin. Kenne ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Geht das ein bisschen schneller? Die Kunden kommen gleich. Wir öffnen in 5 Minuten. Ah, wie heißt das? Kohlrabi. 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 Entschuldigung, ich habe meine Brille vergessen. Was ist das bitte? Köfte? Ja, genau, Köfte. Das sind hausgemachte Hackbällchen mit Zwiebeln und frischer Petersilie, Frau Meier. Sehr schön. Hätte ich gerne 400 Gramm, bitte. Zucchini. Hallo, Juna. Du warst doch auch beim Arbeitsamt in der Schlange. Entschuldige, ich habe deinen Namen vergessen. Ich heiße Nevin. Natürlich, Nevin. Kaufst du hier auch ein? Nein, ich arbeite hier. Heute ist mein erster Arbeitstag. Hey, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Kannst du mir helfen? Klar. Das ist keine Zucchini. Das ist eine Gurke. Oh, klar, eine Gurke. Okay. Da sind die Zucchinis. Ah. Zucchini, ja? Ja. Und was sind Mohren? Möhren? Ah, Möhren. Das hier ist eine Möhre. Oder auch Karotte. Ah, klar. Karotte, ich weiß. Weißt du, Möhre, Karotte, das ist beides richtig. Mhm. Kohlrabi habe ich schon. Sehr gut. Und wo sind die Äpfel? Ich weiß. Eins. Zwei. Drei. Vier Apfel.
ein Apfel, vier Äpfel. Ah, vier Äpfel. Genau. Okay. Was ist denn hier los? Lassen Sie jetzt Kunden für sich arbeiten, Frau Tschoschkun. Moment mal. Ich bin keine Kundin. Ich bin Ihre Freundin. Nevin hat Hilfe gebraucht und sie hat viele neue Wörter gelernt. Das ist eine Karotte. Oder Möhre. Ich glaube, es ist Zeit für eine Pause. Mögen Sie Hackbällchen? Oder, wie Sie sagen würden, Köfte? Ja. Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Nein, ich bin neu hier. Ich wohne oben, im dritten Stock. Ah, ich habe einen Kuchen gebacken. Möchten Sie ein Stück? Oh, das ist sehr nett von Ihnen, aber leider darf ich nichts Süßes essen. Nichts Süßes? Das tut mir leid. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke, ich Ihnen auch. Auf Wiedersehen. Du bist doch neu hier, oder? Wir machen eine Party. Vielleicht magst du ja mit uns feiern. Ich
Weiß nicht. Es ist nur was Kleines mit ein paar Freunden. Komm schon, wir beißen auch nicht. Komm einfach mit, es wird lustig, bestimmt. Okay. Super, ich bin Sophie. Ich heiße Nevin. Schmeckt gut. Was ist das? Das ist Bevani. Aus meiner Heimat. Wirklich sehr lecker. Danke. Alle lieben es. Oh. Ich komme gleich wieder. Okay. In der Türkei gibt es keine Party ohne Essen. Hallo, ich meine, wir haben doch was zu essen, oder? Lebst du eigentlich allein? Nein, ich lebe mit meinem Mann zusammen. Er arbeitet oft im Ausland. Aber er kommt morgen wieder. Das ist gut. Grüß dich, Frau Schweiger. Hallo, Rebecca. Es ist ja sehr schön, dass du schon wieder feierst. Wir haben doch alles im Ort. Ja, klar. Machen wir. Ich möchte nämlich gerne schlafen. Selbstverständlich. Prost. Naja, und dann hat er gesagt, die müssen hier aussteigen. Willst du noch was? Nein, danke. Ich gehe jetzt. Das ist aber schade. Gehst du schon? Ja, ich bin sehr müde. Vielen Dank für alles. Es war sehr schön. Schön, dass du da warst. Komm bald wieder. Tschüss. Ja, tschüss. Was ist denn passiert? Haben Sie Schmerzen, Frau Joschkun? Nein, Entschuldigung, mir geht es nicht so gut. Was ist denn? Mein Kopf tut weh und mir ist heiß. Sind Sie krank? Sie sollten zum Arzt gehen. Nein,
Ich kenne eine nette Ärztin gleich um die Ecke. Nein, es geht schon. Was heißt dir, es geht schon? Ich will nicht noch mehr Marmeladengläser verlieren. Vorschlagen, dann machen wir einen Termin am Freitag um 12 Uhr. Passt Ihnen das? Ja, wunderbar. Gut, danke schön. Wiederhören. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie einen Termin? Nein. Ich habe vor einer halben Stunde angerufen. Ach, dann sind Sie bestimmt Frau Josch-Kuhn, richtig? Mhm. Haben Sie die Versichertenkarte dabei? Danke. Und 10 Euro, bitte. Zehn Euro? Das ist die Praxisgebühr. Die zahlen Sie nur einmal alle 3 Monate. Ach. Dankeschön. So. Die Quittung und Ihre Karte. Sie können sich dort setzen. Wir rufen Sie dann auf. Danke. Guten Tag. Hallo. Ja? Hallo, Chef. Nein, ich muss warten. Es sind viele Leute hier. Eine Krankmeldung? Krankmeldung? Mitbringen? Herr Müller, bitte? Ja, oh. Okay, ich Entschuldigung? Entschuldigung? Könnten Sie bitte draußen telefonieren? Dankeschön. Ich muss aufhören. Ja, okay. Danke. Tschüss. Warum darf sie zuerst zum Arzt? Ja, wahrscheinlich Privatpatientin. Hm? Privatpatientin. Danke. Guten Tag, Frau Josch-Kuhn. Guten Tag. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Wie kann ich Ihnen helfen? Mir ist heiß. Und ich habe Kopfschmerzen. Haben Sie auch Gliederschmerzen? Tun Ihnen auch die Arme und die Beine weh? Mhm. Ich möchte Sie gerne untersuchen. Setzen Sie sich bitte auf die Liege dort hinten. Machen Sie mal den Mund weit auf und sagen A. Ah.
schaut nicht so gut aus. Dann werde ich noch Ihre Lunge abhören. Können Sie sich mal mit dem Rücken zu mir stellen, bitte? Mit dem Rücken zu mir. Und mit offenem Mund tief ein- und ausatmen. Dann möchte ich gern noch Fieber messen im Ohr. Das ist leichtes Fieber. Sie haben einen grippalen Infekt. Was ist das? Es ist eine starke Erkältung. Sie brauchen Ruhe und müssen ein paar Tage im Bett bleiben. Ich schreibe Sie krank. Brauche ich... Medizin? Medizin? Ja, Sie bekommen von mir etwas gegen die Halsschmerzen und gegen die Gliederschmerzen. Die Medizin bekommen Sie mit einem Rezept in der Apotheke. Danke. Dieses Medikament ist für den Hals. Das müssen Sie selber bezahlen. Mhm. Und das sind die Schmerztabletten, die bezahlt die Krankenkasse. Mhm. Die Bescheinigung für die Arbeit bekommen Sie gleich von meiner Assistentin. Viel schlafen, viel Tee trinken, viele Vitamine und ich wünsche Ihnen gute Besserung. Wiederschauen. Auf Wiedersehen. So, das ist die Krankmeldung für Ihren Arbeitgeber. Gute Besserung. Danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Aussteigen. Drei Zimmer. Mindestens 60 Quadratmeter. Wir wollen schon einen Balkon, oder? Ein Balkon? Mhm. Okay. Bis 1000 Euro warm. Warm? Gibt es hier auch Wohnungen ohne Heizung? Warm heißt inklusive Nebenkosten. Das heißt inklusive Kosten für Heizung und Betriebskosten. Müll und so weiter. Ich kann die Anzeigen nicht lesen. Da sind so viele Buchstaben. Abkürzungen? Warte. Versuch's doch mal. 2C. Zimmer? Richtig. Und jetzt? EBK. Einbauküche. Einbauküche? Das heißt, die Küche hat schon Möbel, so wie Kühlschrank oder Herd. Hier! 580 Euro warm. Also inklusive Nebenkosten. Ja, richtig. Ja? Das klingt gar nicht schlecht. Willst du anrufen? Du. Okay. Anrufbeantworter.
Guten Tag. Meine Frau und ich interessieren uns für Ihre Wohnung für 580 Euro. Bitte rufen Sie uns doch zurück unter der Nummer 388-4679. Danke. Bin gleich wieder da. Nevin, Josh Kuhn, guten Tag. Ja, wann können wir uns die Wohnung denn ansehen? Moment. 12 Uhr. Und Kopien der Pässe mitbringen. In Ordnung. Ja, danke. Bis morgen. Tschüss. Haben wir einen Termin? Ja, morgen um 12 Uhr. Dann fahre ich direkt von der Arbeit hin und wir treffen uns vor dem Haus. Guten Tag, Meissner. Guten Tag, mein Name ist... Ich dachte, Sie sind zu zweit. Ja, mein Mann kommt gleich. Ah ja. Entschuldigung. Hallo? In Ordnung, ja. Okay, tschüss. Es tut mir sehr leid. Mhm. Mein Mann ist noch in einer Besprechung. Nein. Ich muss die Wohnung alleine ansehen. Das ist die Südseite. Schön hell. Mit Balkon. Darf ich? Ja. Das ist alles so schön grün. Ja. Ja. Darf ich fotografieren? Natürlich. Hier ist die Küche. Eine Einbauküche. Mhm. Und hier das Schlafzimmer. Noch ein Balkon. Ja. Gefällt's Ihnen hier? Gefällt Ihnen die Wohnung? Oh ja, sehr gut. Aber ich muss warten, was mein Mann sagt. Naja, das hängt schon von noch ein paar mehr Faktoren ab. Schließlich sind Sie nicht die einzigen Bewerber. Ihr Mann hat also eine Festanstellung. Mhm. Und Sie arbeiten als Verkäuferin? Ja. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Mal sehen, was ich machen kann. Ich weiß, es ist schwierig, in dieser Stadt eine gute Wohnung zu finden. Aber am Ende entscheidet dann doch der Vermieter. Und da geht es zur Küche. Einbauküche. Oh. Und das ist der Makler. Die Wohnung ist so schön, aber es gibt viele Interessenten. Wir werden uns sicher noch einige Wohnungen anschauen müssen, bis wir eine bekommen. Michael Gebauer, hallo.
Ja. Ja, vielen Dank. Gut, auf Wiederhören. Das war der Makler. Wir haben gute Chancen. Der Vermieter möchte uns kennenlernen. Wirklich? Ja. Ich heiße Nevlin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Ja? Können Sie mir helfen? Ich suche die Baumstraße. Tut mir leid, die kenne ich nicht. Sie ist bei einer sehr großen Schule. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, Sie müssen in diese Richtung weiterfahren. Dann rechts abbiegen, bis Sie zu einer großen, befahrenen Straße kommen. Und dann links und immer geradeaus. Also geradeaus, dann rechts, dann links und dann wieder geradeaus, ja? Ja, genau, richtig, ja. Super, danke. Aber fragen Sie besser noch mal jemanden, okay? Ja, einen schönen Tag. Ihnen auch, tschüss. Tschüss. Müller von der Polizei. Sie sind gerade über die rote Ampel gefahren. Ihren Ausweis bitte. Ich glaube, ich habe meinen Pass nicht dabei. Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus der Türkei. Ich wohne aber hier. Ich habe mich verloren. Verfahren. Haben Sie eine Aufenthaltsgenehmigung? Ja. Mein Mann ist Deutscher. Haben Sie einen anderen Ausweis dabei? Eventuell einen Führerschein? Danke. Sie wissen schon, dass Sie nach 6 Monaten in Deutschland die Führerscheinprüfung machen müssen und Ihren Führerschein umschreiben lassen müssen? Ich verstehe nicht. Entschuldigung.
Wie lange leben Sie schon hier in Deutschland? Seit 2 Monaten. 2 Monate. Sie sind gerade über Rot gefahren, richtig? Das ist eine Ordnungswidrigkeit. Das ist verboten. Ja, ich weiß, aber eine Frau ist auch gegangen. Nur weil es eine Frau macht, heißt es noch lange nicht, dass es erlaubt ist. Das wird 100 Euro Strafe und einen Punkt in Flensburg geben. Flensburg? Ja, Sie bekommen einen Strafpunkt. Und eine Klingel haben Sie auch nicht. Klingel? Eine Klingel, Ring, Ring. Aber bei der Klingel können wir doch ein Auge zudrücken, oder? Wissen Sie, es passieren sehr viele Unfälle mit Radfahrern und meistens sind die Fahrradfahrer selbst schuld. Deswegen müssen wir streng sein. Wie ist denn Ihre Adresse, bitte? Ich wohne in der Baumstraße 25. Also passen Sie auf, das ist ganz einfach. Sie fahren einfach davor und an der zweiten Ampel fahren Sie rechts. Dann kommen Sie direkt in die Baumstraße. Danke. Trotzdem noch einen schönen Tag. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und kaufen Sie sich eine Klingel. Ich heiße Nevin. Kenn ich Sie? Nein, ich bin neu hier. Junge Frau, Sie müssen hier aussteigen. Hallo? Hallo, Sophie. Mir geht es gut, danke. Ja? Ja, ich habe Zeit. Oh, das klingt gut. Und, wo trefft ihr euch? Wie bitte? Ah, ja, das kenne ich. Und wann? 15 Uhr? In Ordnung, ich freue mich, ja? Okay, ja. Tschüss. Sind Sie mit Ihrem Handyvertrag zufrieden? Wir haben ein unschlagbares Angebot, nur für kurze Zeit. Sie bekommen eine Flatrate ins Festnetz, eine Internet-Flatrate dazu. Sie zahlen keinen Anschlusspreis und die ersten 3 Monate keine Grundgebühr. Grundgebühr? Ich verstehe nicht. Entschuldigung. 3 Monate lang zahlen Sie nichts. Und für Telefonate ins Ausland gibt es besonders günstige Preise pro Minute. Ins Ausland? Ja. Wir haben viele Migranten als Kunden. Weil unsere Preise für Telefonate ins Ausland so günstig sind. Haben Sie die Informationen zum Mitnehmen? Leider nein. Im Moment haben wir keine Broschüren. Und dieses Angebot gilt leider auch nur heute. Nur heute? Also morgen nicht mehr. Tut mir leid. Aber ich kann sofort alles fertig machen. Sie müssen nur dieses Formular ausfüllen. Name, Adresse. Und hier müssen Sie nichts schreiben. Die Telefonkarte kommt dann mit der Post. Und Sie können sofort telefonieren.
Straße. Und bitte eine Unterschrift hier. Gute Wahl. Das ist der Vertrag für Ihre Unterlagen. Wie gesagt, die SIM-Karte kommt mit der Post. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Telefonieren und einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dich zu sehen. Ja. Komm, die anderen sind dahin. Also, das ist Nevin. Ja, das sind die Rita und der Philipp. Hallo, Rita. Hallo, Philipp. Genau, und da hinten ist noch der Jonas. Was ist das? Das ist eine Slackline. Das ist gerade ganz in. Das ist, ja, sowas wie Seiltanz. Aber eben doch irgendwie anders. Wow. Das ist eigentlich eine Sportart. Es ist, es geht ums Gleichgewicht. Also die Balance. Ah, okay. Genau. Willst du auch mal? Ja, vielleicht, aber ein bisschen später, okay? Okay. Du, ich habe jetzt endlich einen neuen Handyvertrag. Ja, jetzt kann ich mit meiner Familie zu Hause telefonieren und es ist gar nicht teuer. Wie hast du den gefunden? Da war eine Frau auf der Straße. Es war ganz leicht und ging schnell. Kann ich den Vertrag mal sehen? Ja. Ist alles in Ordnung? Naja. Hier unten steht es ganz klein. Der günstige Tarif gilt nur bei einem Mindestumsatz. Das heißt, wenn du im Monat über 300 Minuten telefonierst. Das ist gar kein so gutes Angebot, Nevin. Was soll ich jetzt machen? Ich habe schon unterschrieben. Keine Sorge, du kannst von dem Vertrag zurücktreten. Das heißt, du hast 2 Wochen Zeit. In diesen 2 Wochen musst du der Handyfirma schreiben und den Vertrag kündigen. Dann ist der Vertrag vergessen. Ich kann dir auch dabei helfen. Und dann suchen wir gemeinsam in Ruhe nach einem besseren Angebot. Okay? Danke, Sophie. Nach vorne schauen. Und nicht nach unten, nach vorne. Und ein bisschen in die Knie gehen. Ja. Ja. Und gleich wieder rauf. Das ist alles eine Frage der Übung. Ganz schön schwer. Ja. Okay.